sie mir drauf ein, dass du das Spiel von jemand anderem spielst. Dabei gratuliert zu deiner brandneuen Single. Was denkst du? Was denkst du denn, Liz? Ich freue mich in erster Linie, dass sie jetzt draußen ist. Es war doch ein längerer Prozess. Im Grunde genommen, gerade kurz vor dem ersten Lockdown wäre sie fertig geworden. Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist jetzt zu heftig, weil sie doch ein bisschen auch kritisch ist. Der Auslöser für den Text war im Grunde genommen schon die Situation in Moria. Und dann auf einmal ist Corona gekommen. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist jetzt noch einmal zu heftig. Das kann ich jetzt nicht rausbringen oder können wir nicht rausbringen, mein Freund und ich. Wir machen das ja gemeinsam. Und dann hat es gedauert und irgendwie dann ist eine andere Nummer in der Zwischenzeit rausgekommen, probiere es aus, im September. Und jetzt hat es aber irgendwie gepasst. Ich habe mir gedacht, nein, ein bisschen entschärft, auch von den Lyrics her und vom Beat ein bisschen noch frühjahrsmäßiger und jetzt passt es für mich perfekt. Was denkst du? Was ist das, was du willst? Das, was du wirklich fühlst? Was denkst du? Genommen geht es darum, dass man die Dinge, also die eigenen Gedanken auch mit sich selbst abgleicht. Also es geht ja dann, es gibt eine Textzeile, hör doch auf dein Bauchgefühl. Also das finde ich ganz wichtig, dass man nicht immer alles glaubt, was so es wird so viel Verschiedenes jetzt kommuniziert. Und wichtig ist, dass man selber die Dinge mit sich abgleicht und das selber wirklich auch hinterfragt und recherchiert vielleicht zu gewissen Themenstellungen. Also ich bin halt einfach auch für humanitäre Lösungen. Klingt jetzt zwar recht gescheit, aber dass man einfach nett miteinander umgehen und wertschätzend miteinander umgehen. Und gerade jetzt, was die Flüchtlingsthematik betrifft oder auch gewisse Regeln, die wir jetzt mit Corona haben. Okay, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und schaffen das nur gemeinsam. Also es soll schon ein bisschen connecten auch und gleichzeitig, glaube ich, kann man sich nur mit anderen connecten, wenn man mit sich selbst im Reinen ist. Würdest du sagen, dass du mit dir selbst im Reinen bist? Meistens schon. Und zumindest habe ich dann, jeder Mensch seine Themen und seine vielleicht auch Durchhänger, ich suche dann schon immer selber bei mir, warum ist das jetzt so und was sagt man das und komme dann ganz gut meistens da raus. Oder nicht meistens, sondern immer. Was denkst du? Was ist das, was du? Schreibst du alle deine Texte selber oder hast du da Unterstützung? In erster Linie macht es der Chris, meine bessere Hälfte. Der setzt es dann wirklich in Worte um, was ich meine. Viele Dinge kommen dann schon auch wieder von mir, also Phrasen oder gewisse. Manchmal der Titel vom Lied oder gewisse Textzeilen. Aber er bringt es dann schon so in Form, dass es dann auch einfach passt. Es ist gar nicht so leicht auf Deutsch, dass man coole Texte macht, die nicht zu pathetisch sind, doch einen gewissen Tiefgang haben. Das ist mir persönlich wichtig bei den Songs, die ich rausbringe. Und so gesehen brauche ich da schon eine Unterstützung. Wann kam denn die Liebe zur Musik? Die Liebe zur Musik war immer schon da, schon als kleines Wuti-Kind. Ich habe immer gesungen, auch beim Skifahren, beim Auffahren und beim Abifahren, also beim Liftfahren auch. Und wollte es eigentlich immer machen. Mich hat sogar ein Musical interessiert. Also das ist halt so eine Parallelwelt. Ich habe mich jetzt für den Sport entschieden und es war klar, dass ich da meine Ziele verfolge, aber ich habe immer schon Interesse dran gehabt. Habe auch im Internat, zuerst in Schladming, dann in Stams, war immer im Chor. Also wir haben so ein Eigeninitiativ, so einen Schülerchor gehabt. Da habe ich immer mitgemacht, mit Begeisterung. Tanzen ist ja auch was mir immer taugt hat. Da habe ich wir haben so Choreografien immer gemacht für die Matura-Bälle und so weiter. Also Hip-Hop getanzt. Also es war immer da, Tanz und Musik. Und ich bin sehr froh und happy und dankbar, dass ich das jetzt parallel zu allem anderen, was ich mache, auch machen kann. Und dann kam auch die Liebe zum Musiker. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Also ich bin natürlich da bestens aufgehoben, auch mit meinen ganzen Ambitionen. Ich habe einen spitzenmäßigen Musiker, der im Grunde genommen von Produktion über Komposition, zum Teil sogar Mix, alles abdeckt und einfach ein gutes Gespür
Gespür hat für das, was ich rausbringen möchte, was ich sagen möchte und was, so, dass das für mich stimmig ist. Wie ist es denn mit dem Lebensgefährten zusammenzuarbeiten? Was ist das Schöne daran? Was ist das Herausfordernde daran? Das interessiert euch jetzt wieder. Es ist cool, weil wir in vielen Dingen ähnlich ticken, in manchen Dingen dann wieder nicht, aber da gibt es dann eine objektive Diskussion. Und es ist aber schon so, dass ich jetzt nicht nur mit ihm arbeite, ich habe ja auch noch andere Dinge, aber ich fühle mich da gut aufgehoben. Wie war denn das für deine Fans quasi der Weg von der Skifahrerin zur Musikerin, zur Sängerin? Die haben sich das jetzt, glaube ich, einfach einmal angeschaut oder sind immer noch dabei, sich das anzuschauen, und ich kriege sehr positives Feedback und über das freue ich mich. Aber im Grunde genommen geht es mir vor allem um das, dass ich für mich der zweiten großen Leidenschaft nachgehe, und jetzt habe ich Zeit dafür nach dem Skifahren und genieße das extrem, und ich finde einfach Kunst und Kultur ganz, ganz wichtig, auch fürs eigene Seelenleben. Nicht nur Sport und Bewegung, sondern eben auch Kunst und Kultur ist ganz, ganz wichtig. Vor allem für mich, aber ich glaube generell für die Gesellschaft. Hattest du aber auch manchmal das Gefühl, dass es vielleicht manche sogar lächeln, die sagen, die war doch schon so erfolgreich als Skifahrerin, als Sportlerin und jetzt will sie quasi noch Musikerin werden? Gab es da auch irgendwelche Reaktionen? Ja, sicher. Es gibt genügend Kommentare, die in diese Richtung gehen. Das sind jetzt aber dann, glaube ich, nicht unbedingt meine Fans, sondern vielleicht auch Kritiker, keine Ahnung, hat jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Aber das ist mir im Grunde genommen, man denkt dann schon ab und an drüber nach oder schaut sich das an und denkt sich, wieso schreibt der das jetzt oder diejenige? Aber das ist halt deren Sicht, und für mich ist es wichtig, dass das, was ich mache, für mich stimmig ist, dass das passt, dass sie das ausgeht und das Feedback kriege, dass es ausgeht, dass es nicht irgendwas ist. Ich singe alles live, mir taugt live singen, ich liebe es, mit der Band auf der Bühne zu stehen und auch diesen Nervenkitzel wahrzunehmen, den man ja hat. Das ist ähnlich, wie wenn ich am Start stehe, und so gesehen geht es mir gar nicht so sehr darum, was andere sagen, sondern eher um das, dass ich einfach nie die Möglichkeit habe, das einfach auslebe. Du hast ja nicht nur eine brandneue Single am Start, sondern warst auch ein Teil der großen Puls4-Show The Masked Singer. Wie war das für dich? Also es war total spannend. Ich habe total viel Sprachnachrichten, also irgendwelche Songs, wo ich gedacht habe, das könnte passen, halt per Sprachnachricht an die Redaktion geschickt, und dann haben wir da bewertet, okay, das geht sich aus, das ist nicht so gut, das liegt mir gut, das ist weniger gut. Und was, es waren 70 oder 100, das ist ja schon im September losgegangen. Also es war viel Aufwand, der da betrieben wurde. Und es war cool, einfach sich an andere Dinge heranzuwagen. Bin im Endeffekt beim Vocal Coaching dann draufgekommen, dass ich gar nicht so leichte Songs ausgesucht habe. Also es war dann definitiv schwerer, als wie gedacht. Aber es ist auch wieder gut, weil ich total viel gelernt habe, einfach gesangstechnikmäßig, und gesehen habe, was da eigentlich alles möglich ist, wenn man die Dinge beherrscht, die man da, auch die Übungen, die man mitkriegt, das wirklich übt. Also so gesehen war das total spannend und bereichernd für mich. Trotzdem ist es nochmal ein Unterschied, bei der großen Show auf der Bühne zu stehen, oder? Als das zu Hause, glaube ich, selbst aufzunehmen. Sicher, wesentlich mehr Nervenkitzel. Das hat mir aber wiederum echt Spaß gemacht, sich auch so zu fokussieren. Und da kann ich natürlich das, was ist, so meine Routine, um Leistung zu bringen oder um zu performen, was ich ja ein Leben lang gemacht habe, als Sportlerin, habe ich schon verwerten können. Oder halt versucht zu verwerten, so gut es geht. Aber es ist dann natürlich ein Unterschied, wenn man live da draußen steht und singt und das zum Playback genau passen muss. Also mit Klick haben wir zum Teil gearbeitet, weil wenn ich jetzt mit der Band draußen stehe, die passt auf mich auf oder die merkt genau, wo ich abbiege, die unterstützt mich dann. Aber wenn man quasi live on tape singt, das ist dann schon noch einmal eine eigene Liga, finde ich. Und so gesehen war es echt cool, ja, spannend. Und noch dazu in einem Traubenkostüm. In einem Traubenkostüm, genau. So, immer besoffen, mehr oder weniger. Nein, ich habe natürlich nichts getrunken. Das war alles gespielt. Auch das hat mir extrem Spaß gemacht. Denn ich habe wirklich ab dem Zeitpunkt, wo ich ins Kostüm rein bin, in der Kabine und dann also quasi Backstage runtergegangen bin, war ich immer die Traube. Ich habe mir gedacht, ich muss das durchziehen, damit ja niemand erkennt, wer ich bin. I wanna be loved by you, just you.
Was konntest du von dieser Show mitnehmen, für dich selbst mitnehmen? Was konnte ich von dieser Show mitnehmen? Dass ich nach wie vor, dass sie das noch verstärkt hat, dass ich extrem gern auf der Bühne stehe. Auch, dass ich vielleicht dieses in einen neuen Charakter zu schlüpfen, so schauspielerisch tätig zu sein, dass mir das auch total Spaß macht. Und vor allem, wenn man eben so eine Maske hat, man traut sich auf alles. Also es ist wirklich cool, einfach einmal in einen anderen Charakter zu schlüpfen. Natürlich noch mehr gelernt habe musikalisch und da möchte ich weitermachen. Ich habe grandiose Vocal Coaches gehabt. Und dass mir auch die Arbeit im Fernsehen extrem Spaß macht. Also generell mit Fernsehen zu arbeiten, ist super. Was wünschst du den Finalisten und wer glaubst du gewinnt? Das ist schwierig. Da möchte ich gar niemanden vorwegnehmen, weil alle super sind. Und es wird darauf ankommen, was besser ankommt. Beim Publikum, ich bin gespannt. Wenn die dumme Realität.